Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, dem Kellerkind. So, wir haben gerade nochmal, habe ich Kartons geladen für die Obstfabrik. Da hatten wir ja schon zwei Produktionen mit Kartons bestückt wieder, jeweils 8 Paletten. Aber die anderen beiden fehlen noch. Der Flug ist hier zu Gange. Das läuft ganz gut. Und der Kalkstreuer steht hier drüben noch. Feld 5 musste ja gekalkt werden, genau. Können wir mal reinspringen. Lass uns mal hier starten. Kurs generieren. Feld 5. Ein Vorgewende gegen den Uhrzeigersinn. Weich. Ich hoffe, das langt. Und am ersten Wegpunkt anfangen. Kalk. Warum spritzt du so daneben? Du hast wahrscheinlich entlassen. Noch ein Versatz drin, genau. Einmal noch drehen. So. Erster Wegpunkt, Abfahrer einstellen. So. Das ist weg. Feld 5. Kalkankauf. Mal sehen, ob er sich auffüllt. Wir werden sehen. Hier noch Kalk einstellen. So, er sollte auf jeden Fall anfangen. Wie viel Gärreste haben wir denn noch hier? Wird noch mehr, aber es geht noch. 100.000 sind noch Platz. Dann würde ich sagen, der soll hier mal Gärreste rausnehmen und sie zum Klärwerk fahren. Ja, füllt auf. So. Hier sind wir bei der Obstfarm. Einmal entladen, aufladen. Dann haben wir nämlich genau die Hälfte drin und können die gut dann verteilen. Wo ist er? Da ist er.
Lass uns mal hier wieder gut rauskommen. Und die nächsten 8 Paletten aufnehmen. Und die müssen ja hier drüben rein. Gut, jetzt hier haben wir jetzt ein bisschen mehr Platz, dass wir da noch keine Paletten rausgelassen haben. Und einmal bitte hier entladen. So, dann können wir hier die ersten Paletten wieder aufnehmen. Und kriegen wir den so rum? Ja, passt. Und Zaun vorbei. Und würde ich sagen, kannst du mal fahren zum Zentrallager Obst-Gemüse, Eingang, Abmarsch. Du fährst darum, gut. Es steht momentan nichts an. Hier können wir mal die nächsten Paletten Steine aufladen. Und auch zum Zentrallager wieder zurück. Werkstoffeingang. Der Drescher ist wieder offen. Komm, dann können wir den erstmal reparieren. Einmal eine kurze Katzenwäsche, weil die brauchen wir ja wieder. Die Ernte ist ja noch nicht vorbei. Es waren ja nur die 4 Felder, die wir gekauft haben. Die wir schon abgeerntet haben. Die Saatgutmaschine läuft noch, das ist gut. Brauchen wir ja nicht immer kaufen, sondern können ja auch von da was wegnehmen. So, und hier würde ich gern die nächsten oder die ersten Rinder mal zum Schlachter bringen. Sonst haben wir ja nur Schweine dahin gebracht bisher. Vielleicht ein paar Hühner. Aber da können wir 2-3 Mal fahren. Ich würde sagen, noch 3 Mal. Dann Richtung Schlachter-Tiereingang. Ist ja nicht mehr ganz so richtig. Ist ja jetzt
ganz versetzt, aber mit ein paar Meter müssen wir eben erfahren, selber fahren. So, wie sieht's denn aus mit Feld? Ich glaube nicht, dass wir das schon düngen können, aber wir können es ja mal ausprobieren, nämlich Feld 53. Ob wir das vielleicht noch mal düngen können. Dann hast du auch mal was zu tun. Hier sind wir auf Feld 6. Das muss gepflügt werden. Der Kalkstreuer fährt hier rum. Und du hast gerade eine Ladung Gärreste weggebracht. Das ist gut. So, du kannst dann wieder zurück zur Obst fahren. Wenn da stehen nämlich noch ein bisschen was an Paletten. Damit wir die Leger mal richtig voll kriegen. Das ist der Düngerstreuer, der zu Feld 53 fährt. Oh, 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 oh. Das war knapp. So, können wir dich mal zuklappen. Reparieren. Ich wollte sagen, jetzt ist das erste Mal das Schneidwerk drin. So, dann können wir den auch mal eine Wäsche verpassen. Der war ja nicht mehr schön. Den wollten wir ja daneben setzen. Aber in der anderen Halle, genau. Hier vernünftig reinkommen. Ja, du bist eh so ein Rappel-Philipp hier. Eine sehr komische Kollision der die Seemaschine. So, wie weit kann ich noch? So, das sollte reichen. Oh oh. Glaube ich muss noch ein Stück. Kann das sein? Dann machen wir mal lieber, bevor das Tor gleich aufs Schneidwerk klatscht. So, da stehen die beiden drin. Ist ja nur für eine kurze Zeit, sonst würden wir das ja im Schneidwerksregal reinpacken.
So. Einmal bitte entladen. Und wieder zurück zur Zementfabrik. So, was haben wir denn hier noch für Schweine? Da haben wir noch 475.000. Produktion scheint sehr langsam zu gehen. Schweinefleisch 1333 Liter. Ist schon wenig. Wir müssen jetzt die Rinder hin, die Rampe hoch. Ein Stück. Dann kannst du zurück. Also 3000, 35.000, die 14 Stück. Also 2500 pro Rind. Gut, ist die Produktion da auch bei? Ja, 1033 pro Stunde. Paletten dürften eigentlich noch genügen, obwohl ja jetzt auch zwei Produktionen, aber 17.000, da können wir noch ein bisschen abwarten. Ups, da zwingt sich einer vor, aber ich meine, hier hätten wir schon, ne? Ich will es aber trotzdem versuchen. Ne. Und das ist schon grün. Ich muss, ach so, erstmal Gras anschalten. Ja, und die nächste Stufe wäre schon quasi aber es sieht mir so aus, als kann ich hier düngen? Ne. Da ist wahrscheinlich vom letzten Frucht nicht angegangen. Dann hat man ja sofort eine Düngerstufe. Aber hier ist noch kein. Ist nur die grüne Textur, nicht was anderes. Aber wir werden sehen. Also kannst du dann locker wieder Düngerausgang. Der füllt sich auf. Ich hoffe, er fährt auch weiter. So, und alle anderen Felder sind noch nicht, also unsere Felder sind noch nicht erntereif. Feld 19. Wie sieht das aus? Ach so, hier Glitch, ja. Ach, da einmal. Da ist eine andere Textur drauf. Also können wir hier vielleicht
nochmal probieren, ob wir düngen können. Ich nehme hier einmal raus schon mal vorab. So, fehlen noch 4 Stück. Ah, stehen noch da. So, ich schau mal. Ja. Ich sollte den erstmal wegsetzen. Sonst wird er nichts mit dem Rauslassen von Paletten. Was können wir hier? Noch 21, da sagen wir 16. So, wie sieht's hier aus? Nur 5. Aber dann sagen wir, dann produzieren wir einfach nicht weiter. Also ich werde jetzt hier nichts nochmal rauslassen. Die 16 Paletten roten Steine, die kommen noch weg. Und dann kann der hier erstmal produzieren. Wir sollten auch mal wieder Sand und Erde wegfahren. Hier erstmal die nächsten 14 Rinder ab. Und Marsch. Ne, so nicht, oder? Na gut, so habe ich mir das jetzt nicht gedacht, dass er hier durch die Halle noch fährt. Dann können sich die Rinder nochmal verabschieden. Eigentlich hatte ich gedacht, er fährt vielleicht sofort beim Hof raus, aber... So. Du bist jetzt auf dem Feld, auf dem Weg zu Feld 5, genau. Kalkstreuer. Die hat sich aufgefüllt. Hat er diesmal sehr gut gemacht. Einwandfrei auf jeden Fall. So, und hier hatten wir ja noch Paletten stehen, die wir noch abholen müssen. Machen wir die Schotten auf. Sollten dann auch auf Aufladen klicken. Schlagen wir ein bisschen mehr ein, dann passt das schon. Dann können wir hier vorwärts raus. Dann macht er nicht den großen Umweg. So, haben wir denn hier noch was zum Rauslassen? Hier nicht mehr. Bei der Pflaume. Da lässt er mich jetzt erstmal nicht. Pflaume müssen wir merken. Da können wir nochmal Paletten rauslassen.
ist alle bis auf die Pflaume. Ich gehe jetzt noch mal zur Zementfabrik. Da lässt er mich auch schon gar nicht mehr dahin. Kann ich denn zu einem Punkt? Nee. So, du hast Stein. Du kannst aber gleich wieder zurück. Gucken, du bist noch auf dem Weg. Und hier haben wir gesagt, wir wollen Feld 19 nochmal schauen, ob wir da düngen können. Das sieht mir aber dunkel aus. Oder? Nö. Erst hatte ich gedacht. Nee. Dass der Untergrund ein bisschen dunkler wird. Können wir hier auch nicht düngen. Aber hier ist die Stufe auch noch nicht grün. Also da können wir auf jeden Fall noch mal düngen. Vielleicht auch bei dem 53 Mal jeden Tag einmal hinfahren, schauen. Wie weit es ist. So, du bist voll. Ja, und er ist hier auf Feld 6 fertig mit Flügen. Schauen wir uns mal die Arbeit so an. Feld 4 muss ja auch nichts gemacht werden, nee. Komische Linie da mit dem Pflügen. Entlassen, löschen. Und wenn wir hier ja noch ein bisschen Zeit haben, würde ich sagen, machen wir hier das auch mal sauber. Aber das werde ich alleine zu Ende machen. Und wir haben es ja schon wieder mit 30 Minuten. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet morgen wieder ein hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, dem Kellerkind. Und vielleicht schon mit dem Strohbergung. Wir werden sehen, wann die das rausbringen. Bis dann. Ciao, ciao.